geschafft. Ja, die Mühe hat sich gelohnt. Lass uns sofort die Federn vergleichen. Achso. It looks like we were correct. The black feather that we found at the scene definitely came from a Murkrow. Quick, let's do an interrogation. Und wir haben doch aber noch gar keine Dusselgrow-Feder. Hat doch so gereicht, weil es ja eh so, was ja sowieso Kramux war. Wir hätten da also keine von den anderen rausreißen müssen. Alright, I get it. I'm sorry I entered your nest without asking. Anyway, you fought with Apom, right? Murkrow! 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 Murkrow? Tim, why don't you show it what we found? This feather is yours, right? It was lying next to the Apom that fainted. Murkrow! 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 Alright, so it was you. I'm assuming you had your eye on the necklace. So, what did you do with it, huh? Das wirst du nie aus mir rauskriegen. That's a very lame excuse. And now you're saying it was someone else. But it seemed like you and Apom were the only ones that were there. You're saying Burmy were in that tree. Well, guess we'll check that out. Right. Wow. Wenn es stimmt, was Kramux gesagt hat, befanden sich mehrere Burmy in dem Baum, neben dem wir das bewusstlose Griffel gefunden haben. Da haben wir uns extra bis zu Kramux vorgearbeitet und jetzt stehen wir wieder ganz am Anfang mit unseren Ermittlungen. Was redest du denn da? Wir haben doch neue Fakten zusammengetragen. Wir kommen der Halskette Schritt für Schritt näher. Daran ist nicht zu rütteln. So. Hier ist ja dann erstmal eigentlich nichts mehr weiter. Mhm. Obwohl wir ja jetzt nur keine Dusselgrow-Feder bekommen haben. Ah, das wurmt mich. Keine 100%. Ja. So. Wo war das jetzt? Hier. Ja. Ist das der Baum, in dem sich laut Kramux mehrere Burmy befinden sollen? Sieht nicht so aus, als wären sie gerade hier. Der erste Blick kann trügerisch sein. Warum versuchst du nicht mal, den Baum zu schütteln? Bäumchen, schüttel dich. Okay. Hi. Sorry if we startled you. There was a fight at this tree earlier, and we think a necklace may have fallen nearby. Know anything? Okay. Well, thanks anyway. Wait, don't leave yet. There's some more stuff we'd like to ask. I think they might be afraid. Well, they are jabbering about a ball flying around. A ball? Just two more questions. What happened after the fight? Did anyone else come around? Die Szene war im Film viel schlechter. Schlechter? Ja, viel, viel schlechter. Sie war gar nicht drin. Also. Danke für eure Zeit. Wir werden versuchen, euch nicht zu lange aufzuhalten. Ihr habt zwar gesagt, dass ihr nichts über die Halskette wisst, aber jede noch so winzige Information würde uns helfen. Bullpum. 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 Verstehe, an den Streit erinnert ihr euch, aber von einer Halskette wisst ihr nichts. Ist euch während der Rauferei zwischen Kramux und dem Griffel irgendetwas Besonderes aufgefallen? Wirklich nichts. Jedes noch so kleine Detail kann uns weiterhelfen. Was? Eins von euch wurde in den Streit verwickelt? Danach ist es verschwunden und seitdem nicht mehr aufgetaucht. Och nö. Ihr redet die ganze Zeit völlig panisch von irgendeinem Ball. Was hat es damit auf sich? Bestimmt der Ball, mit dem die da auf der anderen Seite spielen. Zurückkicks, ja. Ja. Der Ball des Grauens? Er kennt keine Gnade? Und er ist schwarz-weiß?
Immer mit der Ruhe, redet nicht so schnell, ich verstehe ja kein Wort. Bami? Bami? Tim, dieses verschwundene Bomi bereitet mir Sorgen, wir sollten nach ihm suchen. Klar, aber wo genau stellen wir das an? Was machen wir denn nur, Herr Professor? Professor Luke und Emmy beschließen, zum Café zu gehen. Laut den Bomi könnte es sich in einem anderen Baum aufhalten. Also machen wir es wie vorhin und bis wir es finden. Du hast es erfasst, aber wir sollten unbedingt auch weiter nach neuen Augenzeugen suchen, um weitere Infos zu ergattern. Das ist der Ball des Grauens. Aus irgendeinem Grund haben die Burmi panische Angst vor einem Ball. Okay. Weißt du zufällig warum? Ehrlich gesagt, gestern habe ich versehentlich eins von ihnen. Dadurch wurde. Verstehe, das erklärt ihre Angst natürlich überhaupt nicht. Kannst du mal wiederholen? Danke, dass du so ehrlich zu mir warst. Zerstörter Umhang. Oha. Achso, verschwundene Bomi. Ja, kann ich ja auch noch. Genau. Red mit mir. Ein Bomi ist verschwunden. Hast du es vielleicht gesehen? Ich habe gesehen, wie ein Pokémon ist. Von der Größe her hatte das ein Bomi sein können. Aber es hatte keinen Umhang. Bomis können ja unterschiedlich aussehen. Ja. Wahrscheinlich was ein Saftkorn oder so. Und es war da nicht. Okay. Hier ist ein. Nö. Das. Ja. Gibt's hier noch mehr Bäume? Oh, ein großer Baum. Hey! Ah! Großer Bomi. We found it. It's Burmy. Are you sure? Yeah. But. This one looks a little bit different from the ones we just saw. Hey, can we talk to you for a second? Oh! Don't get close to Burmy. Why? What in the world are you talking about? Are you its guardians? We're not trying to eat it or anything. We happen to be looking for something and we just want to talk to it. My questions have to be answered by you? I heard of being protective, but yeesh. Oh well. Wurma! Wurma, dann! Bei einem Baum in der Nähe des Brunnens gab es heute eine Rauferei. Dabei ist eine Halskette abhanden gekommen. Wisst ihr etwas darüber? Wurm, wurm! Böhm. Böhm. Ihr habt also weder von der Rauferei gehört, noch eine Kette gesehen? Klare Sache, wenn ihr nicht dort wart, könnt ihr auch nichts gesehen haben. Eines der Bomi vom Springbrunnen ist verschwunden. Ist es vielleicht dieses hier? Burm. Burm. Burm, Madame. Wie? Natürlich sehe ich, dass dieses Bomi einen Lumpenumhang trägt. Und ja, ich weiß auch, dass die Bomi beim Brunnen alle einen Pflanzenumhang tragen. Aber Bomi bleibt Bomi. Bomi ist Bomi. Wie singt und lacht. Bomadam. Dieses Bomi hat also ganz sicher nichts mit dem Vorfall zu tun, den wir untersuchen. Na, wenn ihr euch da so sicher seid, macht es euch bestimmt nichts aus, wenn ich ihm ein paar Fragen stelle. Burm, Burm, Madame. Ohne Beweise, dass es was mit dem Vorfall zu tun hat, lasst ihr mich nicht mit ihm reden? Burm, Burm, Madame. Burm, Burm, Madame. Dieses Gespräch dreht sich im Kreis. Gehen wir, Tim. Welche Beweise könnten es denn? Hey, Tim! 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 Die haben ganz schön empfindlich reagiert. Irgendwas ist da faul. So viel steht fest. Und es hat eindeutig mit dem Bomi im Lumpenumhang zu tun.
Es muss doch einen Weg geben, uns direkt mit dem Burmi sprechen zu lassen. Den gibt's. Wir müssen nur einen Beweis finden, der die Bon-Madame zufriedenstellt. Also, keine Müdigkeit vorschützen. Lass uns Informationen über Burmi einholen. So, jetzt geht's wieder. Das nimmt kein Ende. Informationen über Burmi einholen. Vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Ja, Burmi, oh Gott. Wissen Sie etwas über die Burmi hier im Park? Burmi entwickeln sich... Burmi entwickeln sich zu Burmadam. Aber das weiß ja jedes Kind. Ja, wow. Oh Mann. Wie kann ich helfen? Wissen Sie irgendwas über die Burmi hier im Park? Über die hiesigen Burmi weiß ich leider nicht sehr viel. Aber grundsätzlich gibt es wohl verschiedene Sorten von Burmi. Ich glaube, es sind drei. Ja. Interessant. Und wie unterscheiden sie sich? Ich glaube, sie haben unterschiedliche Formen. Frag doch mal den... älteren Herrn dort drüben. Vielleicht weiß er mehr darüber. Das ist gar nicht so schlecht, ja. Bisschen also die Form, des Umhangs war ja das von dem Grünen, die Form. Stimmt. Ja, stimmt, bitte? Wissen Sie irgendwas über die Burmi hier im Park? Da fragst du den Richtigen. Als Kind wollte ich mal Pokémon-Professor werden. Tja, leider wurde ich nur Pokémon-Bachelor. Ja, hätte ich ein paar Jahre früher angefangen, dann wäre ich jetzt Diplom-Pokémon. Ich kann dir jede Menge über Burmi erzählen. Bist du bereit? Ich bin ganz Ohr. Dann bin ich jetzt ganz Mund. Burmi stellen ihre Umhänge aus Materialien her, die sie in ihrer Umgebung finden. Je nachdem, was sie verwenden, wird daraus einer von drei verschiedenen Umhängen. Ein Pflanzenumhang, ein Sandumhang oder ein reiner Lumpenumhang. Gut. Der Pflanzenumhang. Woraus besteht ein Pflanzenumhang? Aus Blättern und Gras. Diese Form von Burmi trifft man eher daher auch hier im Park an. Woraus besteht ein Sandumhang? Aus Sand und Erde. Burmi mit dieser Form sieht man oft in Höhlen. Woraus besteht ein Lumpenumhang? Ich habe so eine Idee. Aus Müll. Also. Burmi, die mitten in der Stadt leben, nehmen oft diese Form an. Dachte aus Lumpen. Ja, das wär's ja. Mensch. Ja doch, wir wissen doch, wie es weitergeht. Wenn das so ist, bedeutet das... Was hast du? Ach nix. Hey Tim, hey Junge. Erinnerst du dich an den kurz angebundenen Kerl beim Springbrunnen? Frag ihn, wann er seinen Stift verloren hat. Liebe Güte, warum denn das auf einmal? Mach einfach, auch auf zum Typen beim Springbrunnen. Auf okay. Zum Atom. Auf zum Atem. So. Ah, das ist ja wirklich schlimm, wie viel man hier rumrennen muss. Nur, warte, der war das nicht mit dem Stift. Ich gedacht, dass das... Der war das mit dem Stift, oder? Ja. Ist was? Ich bin ziemlich beschäftigt. Erstmal die Burmi. Wissen Sie etwas über die Burmi? Nein, nichts. Ich bin gerade echt beschäftigt. Wenn es dir also nichts ausmacht. Wann ungefähr haben Sie Ihren Stift denn verloren? Wann ich ihn verloren habe? Seltsame Frage. Gestern Abend irgendwann. Ich war hier und habe mir so etwas Notizen gemacht. Dabei muss er wohl runtergefallen sein. Wieso? Hast du etwa eine Spur? Nein, noch nicht.